Es geht heute einerseits um die alte Unix-Philosophie, also die, die sich in den 70er Jahren entwickelt hat und die, wo immer noch viele Leute glauben, dass es heute genauso weitergehen müsste wie damals. Und um das, was man mithilfe der Technologie, die sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, unter Beibehaltung der Grundprinzipien daraus machen kann. Ja, Unix ist ja schon etwas älter. Die erste Version stammt von 1969, also da haben sie irgendwas angefangen. Und lustigerweise, wir haben hier gerade irgendwie spielend einfacher als Thema heute für den Chemnitzer Linux-Tag. Und Unix ist eigentlich mal entwickelt worden, weil ein paar Leute bei den Bell Labs gerne das Spiel Space Travel spielen wollten und die sonst verfügbaren Rechner damals irgendwie mit Kosten von $30 pro Stunde zu Buche geschlagen sind und das konnten sie sich nicht leisten und haben sie irgendwo in einer Ecke eine alte PDP-7 gefunden und haben gesagt, na, haben wir kein vernünftiges Betriebssystem, machen wir uns mal eins. Und das ist halt kurz nach dem Beginn entstanden. Das Betriebssystem wurde Unix genannt, übrigens ursprünglich halt so, wie ich es da jetzt rechts geschrieben habe mit C, weil es nämlich eigentlich eine Persiflage auf das Betriebssystem Multics ist, was damals in einem standardkonformen Umfeld von vielen Leuten gemeinsam entwickelt werden sollte und was so etwa, da gibt es ja auch heutzutage Beispiele, und ich denke da halt an GNU Herd, wo man ja auch immer heißt, nächstes Jahr ist es fertig. Und so ähnlich war das damals halt auch mit Multics schon. Und die Macher von Unix haben halt gesagt, lass uns doch einfach mal signifikant vereinfachen, damit wir fertig werden. Ja, es wird immer wieder behauptet, Unix sei eine Konzentration auf das Wesentliche. Wenn man sich das halt anguckt, im Vergleich zu Multics stimmt es definitiv. Für andere Sachen muss man auch gucken, warum ist das Ganze so gelaufen. Die PDP-7, die sie da gefunden haben, die gab es seit 1965, hatte eine Wortbreite von 18 Bit. Und man vielleicht mal Folgendes sagen, lange Zeit hatte die Firma Digital Equipment, DEC, von denen diese PDP-Serie kamen, halt Rechner mit einer Wortbreite von 18 Bit. Die PDP-11 war da auch erstmal eine Ausnahme, soweit ich weiß, die einzige 16-Bit-Maschine, die gebaut worden ist. Danach kam nochmal irgendeine Maschine, die auch wieder 18-Bit hat und erst die VEX war dann halt eine Maschine, die da 77 rauskam und von da an hat DEC erst Rechner gebaut, die dann halt Vielfaches von ganzzahligen Zweiern breiten, also 4, 8, 16, 32-Bit Wortbreite hatten. Der Hauptspeicher waren 4000 Worte, das ist nicht sehr viel, also umgerechnet wäre das 9 Kilobyte durch diese 18-Bit. Man konnte es auf 64 Kilo Worte erweitern. Welche Ausstattung diese Maschine damals hatte, weiß ich nicht. Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, die Maschine hätte wohl so in der Größenordnung 18 Kilobyte Hauptspeicher, also 8000 Worte gehabt. Und wenn man sich halt anguckt, was man in so kleinen Programmen unterbringen kann, nachher gibt es gleich noch ein paar Betrachtungen, damit man halt auch verstehen, warum man sich bei Unix wirklich auf das Wesentliche beschränken musste, nämlich es war einfach der Rechner. Ja, 120 PDP-7 wurden insgesamt gebaut, es war damals eine richtig große Zahl. Es gibt zum Beispiel, irgendwo im Netz fliegt sowas noch rum, eine Meldung vom Ende der 70er Jahre, da wurde also erklärt, Unix ist das am meisten verbreitetste Betriebssystem, das war glaube ich so 79. Es gibt über 100 Installationen. Ja, was für Probleme hat man, wenn man auf einer Maschine arbeitet, die so wenig Hauptspeicher hat? Man kann eigentlich kaum zwei gleichzeitig aktive Programme haben, weil also auch damals schon Programme, die irgendwie was Sinnvolles getan haben, so groß waren, da muss ja auch das Betriebssystem auch noch mit reinpassen, dass man die nicht gleichzeitig da reinbekommen hat. Was damals halt gemacht worden ist, ist Swappen, das heißt ein Programm als Ganzes wurde auf die Festplatte ausgelagert in seinem aktuellen Zustand, dann wurde ein anderes gestartet und wieder im Timesharing diese beiden gegeneinander getauscht. Das war natürlich auch schön langsam, weil anders als heute, wo nur einzelne Fragmente des Hauptspeichers immer wieder getauscht werden und da was knapp wird, immer das ganze Programm, so wie es geladen war, halt komplett auf die Festplatte ausgelagert worden ist und wieder zurückgeholt worden ist. Was
hat man dafür Konsequenzen gezogen? Man hat in diesem Code, den man halt in so kleinen Hauptspeicher untergebracht hat, eigentlich nur den Basiscode untergebracht, nämlich das, was das Sollverhalten des Programms geschafft hat. Parameterüberprüfungen konnte man praktisch nicht durchführen, es hätte einfach zu viel Code verbraucht. Und darum ist halt bei Unix diese Philosophie entstanden, die manchmal so unter dem Titel Garbage in, Garbage out bezeichnet worden ist. Das heißt also, das Programm macht, wenn ich ihm was Sinnvolles gebe, auch was Sinnvolles, mit sinnvollen Eingabedaten. Gebe ich dem Programm aber unsinnige Eingabedaten, dann macht es einfach was Unsinniges. Es kann halt sein, es kommt etwas heraus, mit dem man nicht so unbedingt gerechnet hat. Es kann auch sein, dass das Programm halt einen Chordamm schreibt. Man hatte damals in den meisten Programmen entweder gar keine oder absolut spartanische Fehlermeldungen. Und wenn man halt tatsächlich etwas Komplexeres machen wollte, blieb einem gar nichts anderes übrig, als mehrere kleinere Programme miteinander zu kombinieren. Letztendlich hat es aber auch halt Vorteile gehabt, weil dadurch, dass man gezwungen war, die Programme so einfach zu gestalten, war die Bedienung auch einfach. Es gab nicht so viele Möglichkeiten mit den Programmen damals. Und wenn man sich heutzutage mal anguckt, was die Programme damals konnten, zum Beispiel, es gibt ja PDP-11-Emulatoren, die man sich runterladen kann, und eine PDP-11-Version von einem Unix Version 5 oder 4, die gibt es durchaus noch ablauffähig im Netz. Und da könnte man mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann wird man eigentlich erstaunt sein, dass man auf einem Rechner, der super klein ist, trotzdem eigentlich schon erstaunlich interessante Sachen machen kann. Durch diese Konzentration aufs Wesentliche, die halt erzwungen worden ist durch diesen wenigen Hauptspeicher, musste man sich halt wirklich auf kleine Programme mit wenigen Features konzentrieren, aber komplexe Aufgaben kann man halt auch nur durch komplexe Programme lösen. Und die einzige Möglichkeit war halt irgendwie herauszufinden, wie kann ich jetzt diese kleineren Programme miteinander kombinieren. Wenn wir halt auch gleich dann darauf eingehen, ob das heutzutage immer noch die richtige Lösung ist. Aber gucken wir nochmal an. Wesentliche Punkte des Unix der 70er Jahre ist, es gab wenige kleine Programme. Jedes Programm hatte eine überschaubare Anzahl von Optionen, teilweise gar keine. Das heißt, also, es war auch relativ leicht zu lernen, wie man damit umgeht. Und weil es halt so wenig Optionen gab, damals gab es nur einbuchstabige Optionen, sich halt irgendwas überlegen, wo der Buchstabe halt in irgendeinem Zusammenhang mit dem stand, was das Ganze tun sollte. Der Lernaufwand war relativ begrenzt, man kam also schnell damit klar. Wie sieht es eigentlich heute aus? Wir haben also große Programme, viele Optionen. Nicht? Es gibt also Programme, die haben hunderte von Optionen. Wenn man halt mal das Unix LS anguckt, das hat also schon irgendwie so viele Optionen, wie es Groß- und Kleinbuchstaben gibt, weil man sich da ja nach dem POSIX-Standard auf einbuchstabige Optionen beschränkt. Aber es gibt ja also auch eine ganze Menge Programme, die mehr Optionen haben können, dadurch, dass sie halt lange Optionen verwenden. Und da kann ich mal ein Beispiel geben, also mein STAR, die älteste freie TAR-Implementierung, hat inzwischen so um die 350 Optionen, ähnlich sieht es also auch bei MKISO-FS aus. Und da kommt eigentlich keiner mehr mit klar. Also wenn man da tatsächlich, also auch als Autor, muss ich regelmäßig nachgucken, wenn ich irgendwelche bestimmte Dinge machen will, die halt nicht regelmäßig vorkommen, muss ich auch immer ins Handbuch reingucken, um zu wissen, wie heißt dann diese Option nochmal. Das Einzige, was man sich halt merken kann heute, ist, ja, dieses Programm hatte doch so eine Option. Lass uns doch mal nachgucken. Dann haben wir halt auch noch andere Probleme. Wenn man halt viele Optionen hat und wenn man die Optionen halt alle nach einem einheitlichen System für alle Programme aufbauen würde, dann wäre das auch ganz gut zu lernen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt bei GNUtar, das ist ein typisches Beispiel für eine schlechte Entwicklung, wie sie also nicht hätte kaum schlechter werden können. Da haben viele Leute in einer Zeit, das GNUtar ist ja mal entstanden 1989 aus einem Programm namens Public Domain Tar, teilweise auch unter dem Namen Sun User Group Tar veröffentlicht, von dem Originalautor, dann übernommen worden von der Free Software Foundation und 1989 in GNUtar umgetauft worden. Es hatte danach so um die 20 verschiedene Autoren. Und keiner von denen hat das Programm so richtig von seinem Konzept verstanden. Das Ergebnis ist, dass die auch gar nicht wussten, was können die anderen Optionen eigentlich, die da schon drin sind, schon alles tun.
Und wenn da irgendjemand meinte, ich müsste was dazu bauen, dann hat er halt einfach eine Option, die ihm gerade eingefallen ist, dazu gebaut, ohne zu gucken, ob er vielleicht in systematischer Art und Weise etwas bereits Vorhandenes erweitern konnte. Dadurch sind wir heute leider in einem Bereich, der nicht gerade mehr super schön ist. Also, heute ist Unix einfach ziemlich unüberschaubar geworden, und zwar für jeden, also auch für die Leute, die daran entwickeln. Nochmal zum Vergleich, wie waren die Probleme der Unix-Systeme der 70er Jahre? Unix V6 ist halt das erste Unix, was wirklich auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, wo also AT&T den Quellcode an Universitäten rausgegeben hat. Ab da sind signifikante Installationen halt auch außerhalb vom AT&T-Campus passiert. Das war 1976. Den PDP-11 hat einen Adressraum von 2x64 Kilobyte. Die kann 256 Kilobyte RAM aufnehmen. Das heißt, sie kann also einerseits 128 Kilobyte für den Betriebssystemkern zur Verfügung stellen und für ein Anwenderprogramm jeweils 64 Kilobyte Programmtext, also Code, und 64 Kilobyte Daten. Das ist zwar schon ein bisschen mehr als was die PDP-11 kann, aber immer noch nicht besonders viel. Damals gab es halt auch nur die Möglichkeit, ein Programm als Ganzes aus dem Betriebssystem RAM herauszuholen und auszulagern. Das war langsam und wie gesagt, Fehlermeldungen gab es also so gut wie gar nicht. Ein Durchbruch hat 1973, das ist schon relativ lange her, Douglas McIlroy gegeben. Der hat halt irgendwann die Idee gehabt, man könnte sowas wie Pipes machen, hat die implementiert. Und ich habe da mal einen sehr interessanten Vortrag von Steve Born gehört, der meinte, an einem Tag hat der Douglas McIlroy die Pipes fertig implementiert, dann haben wir alle versucht, unsere Programme so umzubauen, dass sie mit den Pipes funktionieren. Und schon einen Tag später konnten wir uns nicht mehr vorstellen, wie wir ohne Pipes leben können. Muss man sich halt auch überlegen, vorher mussten die wirklich, wenn sie halt komplexere Programmstrukturen haben wollten, ein Programm laufen lassen, ein Output in einen File umlenken und dann danach nochmal von Hand ein neues, anderes Programm starten, was halt von dem Input gelesen hat, war halt auch von Tippen her ein bisschen aufwendiger und da sind die Pipes schon eine sehr große Entlastung. Gucken wir uns mal an, was man im Unix-Umfeld aus dieser Erfindung der Pipes dann für Regeln abgeleitet hat, wie Programme sein sollten. Ich schreibe kleine Programme mit nur einer Aufgabe. Die kann man nämlich auch gut kombinieren. Ich schreibe Programme mit Text-Ein- und Ausgabe. Denn wenn ich Text verwende, dann habe ich den großen Vorteil, die Programme verstehen sich untereinander. Da habe ich jetzt auch noch was vergessen, was jetzt in letzter Zeit auch immer wieder, wenn wir POSIX-Telekonferenzen haben, beachtet wird. Wenn man solche Programme baut, muss man aber auch darauf achten, dass die alle etwa gleich lange Zeilen vertragen können. Nicht? Also dass ein Programm auch nicht längere Zeilen produziert, als ein anderes nachher lesen kann. Darum, wenn man genau den POSIX-Standard jetzt durchliest, wird man nämlich feststellen, es steht im POSIX-Standard drin, ein Programm muss mindestens eine Zeilenlänge von 2048 Bytes vertragen können. Und es wird also auch überall, wenn man genau hinguckt, immer so eine Randbemerkung bei einzelnen Programmen stehen. Dieses Programm darf, wenn es so und so benutzt wird, maximale Ausgangslänge von 2048 Bytes nicht überschreiten. Das liegt halt daran, weil man halt immer noch daran denkt, dass man Programm aus- und Eingaben miteinander kombinieren möchte. Ja, und die dritte Sache, schreibe Programme, die gut zusammenarbeiten. Das heißt, man sollte halt auch die Formatierung des Textes so machen, dass ein Programm, was man möglicherweise zur Weiterverarbeitung verwendet, damit gut klarkommt. Zum Beispiel halt, wenn ich damit rechnen muss, dass in irgendwelchen Feldern Leerzeichen drin vorkommen, dass ich halt die einzelnen Felder durch Tabulatorzeichen trenne, statt durch einen Blank. Damit ich halt erkennen kann, dass da ist ein zusammenhängendes Feld, auch wenn da Leerzeichen drin sind, weil es ist ja durch einen Tab getrennt mit dem nächsten. Also das Fazit ist, mache nur eine Sache, aber die gut. Und damit ist man ja eigentlich auch so lange, wie die Rechner sehr klein waren, sehr gut gelaufen. Und da gibt es also auch Beispiele, dass etwas ziemlich gut und menschenfreundlich funktionieren kann. Wenn ich mir zum Beispiel das Programm SCCS ansehe,
Das ist halt 1972 schon entstanden, das ist die älteste Versionsverwaltung, die es gibt. Und nehmen wir mal an, ich tippe da ein get s.file. Dann kriege ich so eine Fehlermeldung, s.file non-existent UT4. Mehr kann mir das get-Programm nicht sagen. Aber es gibt ein Help-Programm und wenn ich eintippe Help UT4, dann kommt da eine längere Textausgabe. Und das da, was ich hier als Beispiel gegeben habe, das ist eher was Kürzeres. Also da kommen häufig halt wirklich so große Blöcke drin, wo halt drin steht, wenn das passiert, guck doch mal in die Richtung, guck doch mal darin, frag jemanden und solche Sachen. Also da haben sie sich wirklich auch schon ganz früher Mühe gegeben, das so aufzubereiten, dass also auch unbedarfte Leute damit gut klarkommen. Und warum geht das? Ganz einfach, das Help-Programm sucht einfach eine Datei, die UT heißt, und in der Datei sucht das Help-Programm dann eine Zeile, wo ein Minuszeichen gefolgt mit einer 4 folgt und gefolgt von einem Zeilenende. Und alles das, was bis zum nächsten Minuszeichen am Anfang einer Zeile dann folgt, das wird halt als Block ausgegeben. Dafür braucht man kein großartig kompliziertes Programm, aber man kann damit halt auf eine sehr einfache Art und Weise schon schicke Fehlermeldungen machen. Übrigens habe ich es auch erst vor einem halben Jahr gemacht, dass ich in SCCS diese Programme ein bisschen erweitert habe, dass nämlich immer dann, wenn die Fehlerausgabefunktion so einen Text kriegt, dann sucht die jetzt neuerdings seit einem halben Jahr automatisch nach runde Klammer auf, ein paar Buchstaben und ein paar Ziffern, runde Klammer zu, und wenn es das gefunden hat, dann sucht es in der Help Bibliotheksfunktion, die es inzwischen gibt, halt, um diese Fehlermeldung mit auszugeben. Das heißt also, die neueren Versionen von SCCS, die geben halt von sich aus gleich, ohne dass man nochmal von Help UT4 eintippen muss, den langen Text aus, aber es ging halt auch auf kleinen Rechnern schon früher. So, gucken wir uns nochmal die Regeln der 70er Jahre an. 1975, 2x64 Kilobit Adressraum, da passt übrigens der VI nicht rein. Nur mal so, der ist dafür schon zu kompliziert. Der VI, falls es jemand interessiert, wie der entstehen konnte, das ist ein Overlay-Programm. Da befinden sich 16 Kilobyte von dem Binary ständig im Hauptspeicher. Und da drin erzeugt der C-Compiler automatisch Code, der versteht, welche Blöcke gerade benutzt werden. Und der kann dann bis zu 3 weitere 16 Kilobyte Blöcke aus einem Overlay-File nachladen. Das wird dann im Einzelnen unter Umständen ziemlich langsam, aber man kann damit immerhin ein Programm wie den VI, was also auch damals schon 200 Kilobyte Binärcode erzeugt hat, auf so einem kleinen System laufen lassen. Aber wir haben halt nicht mehr 1975, sondern wir haben 40 Jahre später. 2050 sind Rechner, die nur hunderte von Megabyte Hauptspeicher haben, eigentlich eher irgendwelche alten Schachteln, wo keiner mehr hinguckt. Wer heutzutage sich einen Rechner kauft, dürfte wohl kaum noch etwas kaufen, wo weniger als 8 GB drin sind. Und vielleicht sollten wir uns mal darüber nachdenken, ob die damalige Unix-Philosophie auch heute noch in der Form genauso 1:1 weiter gilt oder ob man sie vielleicht ein bisschen abwandeln muss. Können alle Programme durch Kombination kleiner Programme gelöst werden? Natürlich, das gilt immer noch. Können alle Programme durch Kombination kleiner Programme sinnvoll gelöst werden? Selbstverständlich auch das. Aber heutige Systeme geben uns viel bessere Möglichkeiten der Kombination. Gucken wir uns mal ein praktisches Beispiel an. TAR ist ein Dateiarchivierungsprogramm. Nehmen wir mal an, ich möchte normalen Ablauf machen, wenn ich da mehrere Dateien, wie es üblich ist, in eine neue Datei kombiniere, archiviere. Dann muss ich normalerweise angeben, welche Dateien das sein sollen. Da kann ich ja vorher auch eine Dateiliste erzeugen mit Find. Kein Problem. Ich kann auch ein oder mehrere Dateien aus dem Archiv extrahieren, wenn ich die Dateinamen angebe. Ich kann mir den Inhalt eines Archives auslisten. Was ich jetzt machen könnte, Inhalt auflisten, in einen File reinschreiben oder aber per Pipe dann mit SED irgendwie den Output weiterverarbeiten, um daraus dann eine Dateiliste zu produzieren, die ich in einem zweiten Anlauf verwenden kann, um irgendwas zu extrahieren.
Das ist ziemlich aufwendig und das wird auch niemand so gerne machen. Nicht, also ich kann halt, ja, hier haben wir es ja nochmal aufgelistet, Feind extrahieren, zum Beispiel auch das ganze Archiv, es wäre denkbar, in einen temporären Dateibaum und dann mit Feind könnte ich jetzt auf dem extrahierten Archiv arbeiten. Aber will ich das? Was kann die traditionelle Philosophie nicht? Macht es vielleicht auch einfach mal darüber klar zu werden, in welche Richtung man denken sollte. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, liste mir doch mal nur die Dateien in dem Archiv auf, die älter als 3 Tage sind. Ich kann auch nicht sagen, extrahiere mir nur alle die Dateien, die einem ganz bestimmten Benutzer gehören. Das kann TAR nicht, zumindest ein normales TAR nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich einen Dateibaum habe und sage, TAR, archivier doch nur die Dateien, die einem bestimmten... Nee, Entschuldigung, das ist ja ein Schreibfehler. Es geht ums Extrahieren. Ne? Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, in dem Archiv sind halt Dateien drin, die gehören Michael und die möchte ich zwar auspacken, aber ich möchte, wenn die ausgepackt sind, dass die gleich Claudia gehören. Das geht nicht. Na, nicht so richtig. Du musst es ja erstmal einmal auspacken und dann hat es erstmal... Ist aber ein bisschen mühselig, ne? Aber extrahieren von Dateien und modifizieren der Rechte oder der Eigentümer in einem Schritt, das kann TAR nicht. Und warum kann es das nicht? Weil diese Pipe, die erlaubt immer nur einen bestimmten Datenfluss. Pipeline, das ist ein Rohr. Da gehen die Daten halt von einer Richtung in eine andere Richtung. Und ich kann immer nur einen Ausgang mit einem Eingang kombinieren. Und damit bin ich relativ stark beschränkt. Ich kann nicht einzelne Funktionen eines Programms in einem anderen Programm wiederverwenden und ich kann also auch nicht komplexere Datenwege als die, die halt ein einfaches Rohr ermöglicht, umsetzen auf diese Art und Weise. Man müsste sich also eine Methode überlegen, wo ich also auch komplexere Dinge unterstützen kann. Also gucken wir uns nochmal an, wie die heutigen Randbedingungen sind. Hoher Speicherbedarf ist überhaupt kein Problem. Alle modernen Plattformen bieten dynamische Bibliotheken. Das sind auch unter dem Namen Shared Libraries bekannt. Fast alle modernen Plattformen bieten also auch die Möglichkeit, einzelne dieser dynamischen Bibliotheken zur Laufzeit nachzuladen. Das heißt, das Programm muss zum Startzeitpunkt gar nicht unbedingt wissen, welche dynamischen Bibliotheken es während seines späteren Laufs mal benutzen wird. Fork und Exec, das sind die Funktionen aus dem Betriebssystemkern, die ich benötige, um ein neues Programm zu starten, zum Beispiel um eine Pipeline aufzubauen, das ist relativ aufwendig, kostet richtig viel Rechenzeit, um einen neuen Prozess zu erzeugen. Wenn ich also ein Unterprogramm als Prozess abbilde, dann ist das sehr, sehr teuer. Außerdem haben wir halt bei dem Erzeugen von neuen Programmen ein Problem. Wir haben eine Konstante und selbst bei komplett sonst dynamischen Betriebssystemen wie Solaris, wo eigentlich alles sonst sich automatisch an die REM-Größe anpasst, ArcMax, gibt es auch weiter auf Solaris. Es ist zwar ein bisschen größer als bei Linux, also bei Linux ist die maximale Größe der Argumente, die man an einen Prozess, einen neu erzeugten Prozess übergeben kann, 128 Kilobyte. Bei Solaris ist es für ein 32-Bit-Programm 1 Megabyte und für ein 64-Bit-Programm 2 Megabyte. Das ist zwar schon eine ganze Menge. Aber wenn man sich mal anguckt, wenn ich jetzt also zum Beispiel so eine typische Feind-Kommandozeile habe, also suche ab hier, ab Punkt, alle Dateien, die Punkt H oder Punkt C heißen und führe das Programm WC auf mit einer maximal ArcMax großen Menge an Kommandos. Das wird dadurch, Kommandoargumenten, das wird dadurch halt gezeigt, dass man kein Semikolon hinten ranhängt, sondern ein Pluszeichen. Eine Sache, die David Korn 1989 in das Feind eingebaut hat, nur so, als dass nochmal klar ist, von wann das ist. Ja, das GNU-Feind hat 25 Jahre gebraucht, bis sie das nachgerüstet haben. Dann reicht das immer noch nicht, um zum Beispiel bei OpenSolaris mal nachzugucken, wie viele Zeilen hat das eigentlich. Weil bei OpenSolaris habe ich, wenn ich mir die Pfeilnamen angucke, sind es etwa 3 Megabyte Pfeilnamen. Das passt nicht mehr in eine ArcMax rein, auch als 64-Bit-Prozess. Das heißt also, wenn ich also unter Solaris mit Hilfe der klassischen Methoden versuchen wollte, mal einfach nur mal zu zählen, wie viele Zeilen hat das Projekt, scheitere ich schon. So,
Aber vielleicht kann ich ja mit Shared Libraries was machen. Alte Unix-Regel, Programme sind kombinierbar und wiederverwendbar. Neue Unix-Regel einfach, Shared Libraries sind kombinierbar und wiederverwendbar. Und dass wir viele davon im Speicher haben, ist überhaupt kein Problem. Platz ist genug da. Alte Regel, Pipes ermöglichen Datenfluss in eine Richtung. Neue Regel, Shared Libraries ermöglichen auch einen komplexeren Datenfluss. Alte Regel, Laden von Programmen ist was ziemlich Teures. Neue Regel, Laden von Shared Libraries geht relativ fix. Kostet kaum Rechenzeit. Alte Regel, die Anzahl der Parameter bei einem Exit-Call ist begrenzt. Neue Regel, nur der Speicher begrenzt, wie viele Parameter ich über einem Funktionsaufruf übergeben kann. So, und da haben also auch schon Leute mal angefangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich habe übrigens vor 14 Tagen extra mal in David Korn eine Mail geschrieben und ich habe ihn gefragt, kannst du dich eigentlich erinnern, warst du eigentlich eher da oder war es Bruce Perens mit seiner Busybox? Und er meinte also, er war ein Jahr vor Bruce Perens. Ja, was hat Glenn, David Korn und Glenn Fowler gemacht für den Kornshell 93? Die haben also irgendwann Anfang der 90er Jahre angefangen, die ganzen Unix-Kommandos zu nehmen und haben daraus Bibliotheken gebaut. Und haben diese Bibliotheksvarianten in eine libcommand reingepackt. Die lädt der Kornshell als dynamische Bibliothek und der kann also dann die üblichen Unix-Kommandos sind praktisch dann wie ein eingebautes Kommando im Shell. Da hat sich übrigens während der OpenSolaris-Entwicklung noch was geändert. Was interessant ist, was jetzt also auch demnächst standardisiert werden wird in dem aufkommenden Issue 8 POSIX-Standard, da werden wir nämlich fordern, dass Shells, die sowas tun, das machen, was der Kornshell 93 auf Druck der Sun-Leute gemacht hat, als man sich entschlossen hat, den Kornshell 93 als einen der System-Shells aufzunehmen. Nämlich, jedes dieser Programme muss einen zugeordneten Pfad besitzen, damit ich die Dinger nämlich in einen Suchpfad einordnen kann. Das ist nämlich ein generelles Problem für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen. Eingebaute Kommandos in einem Shell werden nämlich immer als erstes gefunden. Und man hat dann gar keine Chance, außer man gibt einen vollständigen Pfad an, der mit Slash anfängt, dass man überhaupt auch Varianten von Programmen, die genauso heißen, aber halt als herkömmliches Programm auf dem Filesystem rumliegen zu starten. Und es wird, wenn es also jetzt standardisiert wird, dass man sowas machen kann, wird halt gefordert werden, dass die Shells, die sowas implementieren, diesen Kommandos, die über die Liste der Kommandos hinausgehen, die jetzt schon laut POSIX-Standard im Shell eingebaut sein müssen, alle einen Pfad zugeordnet bekommen, sodass man die halt also auch einer Suchreihenfolge unterlegen kann. Der Aufruf von so einem Programm im Kornshell 93 läuft also so, da gibt es halt so eine Funktion b_cat, da ist ein argc, ein argv da drin und eine Context-Pointer, das ist ein opaker Datentyp, den verwendet der Kornshell, um zum Beispiel Ctrl-C-Abbrüche zu implementieren und ein paar Dinge dieser Art. Wichtig ist aber, dass man da noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss, da erkläre ich gleich, worauf man achten muss. Der Kornshell 93 ermöglicht übrigens auch, mithilfe des Build-In-Kommandos namens Build-In, eine Shared Library nachzuladen, in der dann Entry-Punkte drin sind, die b_ irgendwas heißen. Und wenn er die findet, dann weiß er, dass das eine Shared Library sein muss, in der halt eingebaute Kommandos sind. Und dann stellt er die unter dem Namen zur Verfügung. So, das ist halt 93. Was habe ich gemacht? Ich habe also mal was Ähnliches gemacht. Ich habe mich irgendwann mal geärgert, dass das Feindprogramm sowohl bei Solaris als auch das GNU-Feind nicht richtig funktioniert haben. Die sind also nicht damit klargekommen, dass man etwas stärker geschachtelte Filesysteme hatte. Die hatten also eine Begrenzung, die sie laut POSIX-Standard eigentlich gar nicht haben durften. Feind muss nämlich eigentlich beliebig lange Pfadnamen verarbeiten können. Und da ich das brauchte, habe ich mich mal eben hingesetzt und habe also in 3-4 Tagen aus Scratch ein Feindkommando implementiert. Und dann habe ich mir gesagt, das müsste man doch eigentlich auch in Kommandos einbauen können. Hat mich dann allerdings einige Jahre gekostet, daraus tatsächlich eine Shared Library zu machen. Und diese libfind wird zurzeit in STAR eingesetzt, sie wird in SCCS eingesetzt und in MKISOFS. Und mit dieser libfind kann man das Feindkommando komplett und reentrant darstellen. Gucken wir uns mal an,
was sind die Unterschiede? Die libcommand enthält separat aufrufbare Kommandos, die mit argc argv aufgerufen werden. Die libfind sieht ein bisschen komplizierter aus, weil ich möchte ja, dass man das Feindkommando halt auch so innerhalb eines Kommandos verstecken kann, dass man unter Umständen gar nicht merkt, dass ich die libfind benutzt habe, um bestimmte Dinge zu tun. Es gibt ein Kommando sfind, das ist nur noch ein 10-Zeilen-Programm, zeige ich nachher gleich. Und in STA und MKISO ist es so, dass ich die Feind-Syntax einfach komplett eingebettet habe. Es läuft so, es gibt halt irgendwo einen Punkt in der Kommandozeile, da steht minus find und alles, was dann rechts davon ist, muss Feind-Syntax gehorchen. Eine ganz einfache Sache, kann man gut implementieren und eine ganz wichtige Sache, das ist sehr mächtig, weil find ist ein sehr mächtiges Kommando. Und die Leute kennen üblicherweise das Verhalten. Das heißt, sie müssen nichts Neues lernen. Wenn ich find in irgendein Kommando einbaue, dann kann jeder, der halt find kennt, dieses Kommando mit dieser erweiterten Funktionalität auch sofort benutzen, ohne großartig was lernen zu müssen. Das ist halt der Versuch, jetzt diese Unix-Philosophie, wie kann ich dafür sorgen, dass es einfacher bleibt, obwohl es komplexer wird, umsetzen. Ja, in SCCS wird die libfind unerkannt eingesetzt. Da haben wir so ein Beispiel, wo man halt sagen kann, das Ganze kann nicht nur über argc, argv gesteuert werden. Bei SCCS ist es halt so, das Ding sucht zum Beispiel nach S-Punkt-Files, die sich in einer Subdirectory groß SCCS befinden und kann daher in so einem rekursiven Modus halt auch Gruppen bearbeiten. Ich habe es mit David Korn mal vor ein paar Jahren durchgesprochen. Also die libfind könnte man also auch relativ unproblematisch in den Korn-Shell einbauen. Ich habe es in meinen Shells, die libfind auch drin. Also meine Shells haben ein eingebautes Kommando find, was also über die libfind implementiert ist. Bei dem Korn-Shell 93 gibt es allerdings ein Problem. Das Ding arbeitet nicht mit Standard-IO, sondern mit SF-IO. Und man müsste, weil SF-IO und Standard-IO nicht so ganz kompatibel sind, da sehen, dass man drei C-Files baut und eins in der Mitte, was zwischen diesen beiden Standard-IO-Implementierungsvarianten vermittelt. Also nur so, falls es jemand ausprobieren will, eine kleine Warnung. Ja, was sind die Schlussfolgerungen daraus? Habe ich viele Funktionen, habe ich viele Optionen, habe ich zu viele, davon kann ich es mir nicht merken. Kleiner ist immer noch besser. Aber wir haben eine gewisse Komplexität erreicht, wir müssen sehen, dass wir damit klarkommen und das können wir halt nur erreichen, wenn wir versuchen, so gruppenweise zu denken und etwas zu machen, was halt insgesamt besser zu merken ist. Schlecht ist die unübliche neue Option geringerer Mächtigkeit, wie zum Beispiel in Gnuta einzubauen. Gut ist es zum Beispiel in STA. In STA kann ich zum Beispiel sagen, extrahiere mir alle Dateien, die Konrad gehören und während du sie auspackst, pack sie halt als Dieter aus. MKISOF kann halt auch eine ganze Menge dieser Art machen, muss man sich mal die aktuelle One-Page durchlesen und ein bisschen rumspielen. Das kann ich niemandem abnehmen. So, gucken wir uns mal an, jetzt noch mal ein paar Regeln, wenn jemand sowas selber vielleicht implementieren will. Man kann einen komplexeren Datenfluss erreichen, zum Beispiel bei STAR ist es so, dass halt diese libfind beim Extrahieren in der Mitte drin steckt. Da gibt es nämlich ein Stück Software in STAR, das liest diese Archivheader und produziert daraus ein Struktstat. Und dieser Struktstat, der wird reingereicht in den Interpreter der libfind und die sagt halt ja oder nein. Und dann kann man sich halt entscheiden, wenn ich halt sage, ich bin im Extraktionsmodus, dann kann ich halt, wenn dieser Ausdruck, dieser Feindausdruck true ergibt, heißt es halt extrahieren. Wenn er false ergibt, heißt es nicht extrahieren. Aber ich habe ein paar kleine Erweiterungen in der libfind drin und die kann also diesen Struktstat auch on the fly modifizieren. Dadurch kann man halt einen Change-On implementieren während des Auspackens oder auch einen Change-Mod. Das ist ein Datenfluss, den könnte man auf diese Art und Weise nicht erreichen. Das hat uns noch einen anderen Vorteil. Bei modernen Betriebssystemen wird das auch noch schneller, weil die Caches, die es im Filesystemcode vom Betriebssystem gibt, die arbeiten einfach besser, wenn das gleichzeitig passiert. Also wenn das Find wirklich exakt gleichzeitig mit dem Teil des STAR-Programms abläuft, was auf die einzelnen Dateien zugreift, weil dann schon Teile vorgecached sind. Man kann damit das halt auch einen Performance-Gewinn erreichen. Man muss halt bloß sehen, dass man das Zeugs als Reentrant-Code produziert.
Und jetzt sind wir halt in dem Bereich, wo es dann halt jenseits des Einsteigerforums ist. Erkläre ich erstmal, wie viel Aufwand es ist. Wie gesagt, also weniger als eine Woche, um es im Juli 2004 von Scratch S-Fine zu implementieren. Ich habe insgesamt 3 Mann-Monate, die ich über 3 Jahre verteilt habe, gebraucht, um herauszufinden, wie diese libfind aussehen muss und um sie in Ordnung in einer benutzbaren Form zu kriegen. Warum? Ganz einfach. Ein normales Find-Programm funktioniert folgendermaßen. Da ist ein Parser drin. Ich gebe eine Kommandozeilen-Syntax an, wenn ich da irgendwas falsch schreibe. Was macht das Programm? Es gibt eine Fehlermeldung aus und macht der Exit. Das kann ich in der Shared Library nicht machen. Weil wenn das passieren würde, wäre halt das Programm, was die Library aufgerufen hätte, auch tot. Da muss ein Return erfolgen. Ein Return mit einem Fehlercode. Aber auch das reicht nicht, weil das Programm hat ja inzwischen vielleicht schon einen hochkomplexen Syntaxbaum in allociertem Speicher aufgebaut. Und wenn ich halt nicht möchte, dass diese Shared Library ein Speicherleck darstellt, dann muss ich es schaffen, in so einem Fehlerfall den gesamten bis hier allozierten Speicher wieder freizugeben. Bei einem Programmfeind ist es überhaupt kein Problem. Dadurch, dass ich Exit aufrufe, sorgt das Betriebssystem dafür, dass das halt alles sauber weggebracht wird. Aber jetzt muss ich es plötzlich von Hand im Programm selber machen. Und hier sind also die Regeln, die man braucht. Keine Exit auf reinschreiben, sondern halt Return Error Code. Darauf achten, dass es niemals Speicherlecks gibt. Alle allozierten Daten müssen auch irgendwie ein dazu passendes Free besitzen. Ausgaben von Fehler mit Printf vermeiden. Lieber Fehlercodes, weil weiß ich, ob das Programm, was die Bibliothek nutzen möchte, damit glücklich ist, wenn da jemand ungefragt Fehlermeldungen ausgibt. Alles soll umlenkbar sein. Also die libfind zum Beispiel, die wird gestartet mit einem Array von 3 File-Pointern. Das heißt also, ich kann Standard In, Standard Out, Standard Error umlenken, genau wie es halt auch bei einem Kommando ist. Und man muss halt, wenn man das Ganze von einem Shell aus benutzen möchte, halt auch über Interrupt-Fähigkeit nachdenken. Das heißt, man muss zum Beispiel sich Gedanken machen, auf welche Art und Weise meldet ein Shell eigentlich seinen Built-in-Kommandos, dass da jemand auf Ctrl-C gedrückt hat. Und das muss man irgendwie in diese Shared Library reinreichen können. Und die Shared Library muss das verstehen und muss in der Lage sein, abzubrechen. So, und so sieht also jetzt aktuell halt die S-Find-Implementierung auf. Wir haben halt also argc, argv und den Environment-Pointer. Warum der Environment-Pointer? Ganz einfach. Das Find-Kommando kann auch eine exec. Und da muss es einen Suchpfad haben. Und wenn der unter Umständen anders ist als derjenige, mit dem das Programm von außen gestartet worden ist, weil ich es zwischendurch in einem Shell verändert habe, dann muss ich auch in der Lage sein, diesem Find den aktuell gültigen Suchpfad zu übergeben. Dann haben wir halt diesen Standard-Array, wo ich halt Standard-In, Standard-Out, Standard-Error übergebe. Und da hinten, der letzte Parameter, der aktuell Null-Pointer ist, das ist, wenn ich die libfind innerhalb eines Shells aufrufe, diese Kommunikationsdatenstruktur, über die der Shell und der libfind sagen kann, es gab ein Ctrl-C, du musst aufhören. Ja, das ist die URL, wo es den Vortrag als PDF gibt und jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen.